in Ireland Londons Schwulenszene. Es ist die umfassendste Mordermittlung der letzten Jahre. In einem Zeitraum von 3 Monaten werden 5 Männer von dem berechnenden, eiskalten Täter ermordet. Der tote Mann war schwul. Wieso tun Sie das? Ich wollte sehen, ob ich damit davonkomme. Colin Ireland, der sogenannte Schwulenschlechter, hat sich ein Ziel gesetzt. Er fasste einen Vorsatz fürs neue Jahr, ein Serienmörder werden. Ireland ermordet seine Opfer auf perverse und heimtückische Art. Uns bot sich ein schreckliches Bild. So etwas hatten wir noch nie gesehen. Wurde er zu diesem Monster gemacht oder wurde er schon als Mörder geboren? Ich bin zu 70% ein ganz vernünftiger, normaler Mensch. Aber ich kann auch sehr kalt und äußerst berechnend sein. Das ist das Schuldbekenntnis von Colin Ireland. Ich strangulierte ihn mit einem Seil. 1993 ermordet Colin Ireland 5 Männer. Mit seinen Taten düpiert er die Polizei und versetzt die Londoner Schwulenszene in Angst und Schrecken. Ihr Rat an die Menschen? Vorsichtig sein, keine Fremden mit nach Hause nehmen, keine One-Night-Stands. Sie könnten der Nächste sein. Seine Methoden und das Motiv erklärt der Mörder selbst in einem Interview. Ich holte aus der Küche eine Plastiktüte, die ich ihm über den Kopf zog. Irelands Geständnis ermöglicht uns einen seltenen Einblick in die Psyche eines Serienmörders, der im Alter von 40 Jahren einen folgenschweren Entschluss traf. Ich habe ein sehr destruktives Element in mir. Ich kann eiskalt sein. Und es gab Phasen, da hätte ich die ganze Welt abbrennen können. Colin Ireland wird am 16. März 1954 geboren. Sein Leben ist von Anfang an von Enttäuschungen geprägt. Seinen Vater lernt er nie kennen. Denn der verlässt Colins Mutter noch bevor Colin zur Welt kommt. Ireland wusste nie, wer sein biologischer Vater war. Das ist insofern wichtig, als man sich in Erinnerung rufen muss, wie die britische Gesellschaft in den 50er Jahren strukturiert war. Ein uneheliches Kind war gesellschaftlich ein Skandal. Irelands erst 17-jährige Mutter hat kein Geld und muss zurück zu ihren Eltern nach Dartford ziehen. Seine Mutter war sehr arm. Seine Mutter zog mehrfach um, immer in der Hoffnung, irgendwo einmal länger bleiben zu können. Sie wollte, dass es ihrem Jungen gut geht. Aus Leibeskräften tat sie alles dafür, doch es gelang ihr nicht. In den prägenden Jahren erfährt Ireland nichts als Armut, Probleme und Unbeständigkeit. Die Geldnot führt häufig zu ungeplanten Umzügen. Das muss ihn sehr verletzt haben. Er kam von der Schule nach Hause, sein Zuhause war keins mehr. Und seine Mutter war woanders hingezogen. Irelands Kindheit war geprägt von Umzügen und Unterbrechungen. Und daraus resultierend einer Angst, dass er nirgendwo dazugehörte und man schlecht über ihn redete. 1970, im Alter von 16 Jahren, flieht Ireland nach London, wo er seine Tage in einer Spielhalle zubringt, die einen äußerst schlechten Ruf hat. Diese Spielhalle war bekannt als Treffpunkt von Pädophilen, die es auf kleine Jungs abgesehen hatten. Hier konnten sie sich unbehelligt bewegen.
Island begegnete hier zum ersten Mal einer sexuellen Subkultur, die gewisse Assoziationen bei ihm auslöste. Die meisten männlichen Serienmörder, die Homosexuelle töten, sind selbst schwul. Heterosexuelle Täter töten eher Frauen. Das heißt, Ireland war möglicherweise selbst schwul oder verspürte gewisse schwule Tendenzen, was für ihn persönlich nicht akzeptabel war. Er hasste einen Teil von sich und indem er Schwule umbrachte, wollte er sich beweisen, dass er selbst nicht homosexuell war. Irlands Teenagerjahre verlaufen turbulent. Er wird straffällig und kommt immer wieder ins Gefängnis oder in eine Besserungsanstalt. Er musste etwa 40 Mal vor Gericht erscheinen, meist wegen Kleindelikten, Einbruch, Betrug. Keine Körperverletzung, keine Vergewaltigung, kein bewaffneter Raubüberfall. Zwischen seinen Gefängnisaufenthalten findet Ireland immer wieder Arbeit. Doch nirgends hält er es lange aus. Durch einen seiner Jobs kommt er mit der schwulen Szene in Berührung. Ich glaube, er arbeitete mal als Türsteher in einem schwulen Club. Man kann nicht sagen, ob er selbst schwul war oder nicht. Doch zumindest verstand er die schwulen sexuellen Subkulturen. Sexual subcultures. 1981 lernt Colin Ireland seine erste Ehefrau kennen. Damals arbeitet er als Security-Mitarbeiter und freundet sich mit seinem Kollegen Colin Brown an. Er war ein großer Kerl, aber ziemlich zurückhaltend. Erst nachdem wir uns besser kannten, wurde er gesprächiger. Ich besuchte ihn auch mal in seiner Wohnung in Holloway. Seine Frau Victoria saß im Rollstuhl. Er schien ganz vernarrt in sie zu sein, tat alles für sie. Bei den beiden zu Hause herrschte eine sehr angenehme Atmosphäre. Seine erste Frau war körperbehindert. Er hatte sie unter Kontrolle, indem er sich so aufopferungsvoll um sie kümmerte. Ireland scheint sein Leben wieder im Griff zu haben. Er tut alles dafür, ein ehrenwertes Mitglied der Gesellschaft zu sein. Gemeinsam mit seinem Kollegen ging er auf Nachbarschaftspatrouille. Wir gingen spätabends mit einer Taschenlampe durch die Straßen und sahen nach dem Rechten. Auffälligkeiten meldeten wir der Polizei. Diese Art pervertierte moralische Hierarchie findet man häufig in solchen Tätern. Sie wollen in der Gesellschaft etwas gelten. So eine Neighborhood Watch war natürlich perfekt geeignet, um sich den Respekt der Nachbarn zu verdienen. Doch das harmonische, angesehene Leben, das sich Ireland erarbeitet hat, bricht 5 Jahre später zusammen, als herauskommt, dass er eine Affäre hat. Doch niemand ahnt, wie sich Irelands Erfahrungen aus seiner frühesten Kindheit, seiner kriminellen Karriere und die Begegnung mit der schwulen Szene später einmal auswirken werden. 1993 ermordet Colin Ireland 5 schwule Männer. Doch was ist sein Motiv? Wurde der Schwulenschlechter als Mörder geboren? Ireland hat eine schwere Kindheit und eine gescheiterte Ehe hinter sich. 1989 lernt er, als er ein Survival-Seminar in Devon besucht, seine zweite Frau kennen, Janet Young. Ich sah Colin zum ersten Mal im Globe Inn Pub, den ich damals führte. Eines Abends stand er in seinem Tarnanzug in der Tür. Ein beeindruckender Anblick. Die Gespräche in der Kneipe verstummten. Janet Young verliebt sich in den Fremden. Aber nicht alle können mit ihm etwas anfangen. Meine Barkeeperin mochte ihn überhaupt nicht. Sie warnte mich sogar vor ihm und sagte, mit dem Typen stimmt was nicht. Doch ich bemerkte nichts.
Colin war der ideale Mann für mich und meine damalige Situation. Er zog bei mir ein. Die Gäste können mit ihm nichts anfangen und er mag die Gäste nicht. Er hasste es, hinter dem Tresen zu stehen. Er war freundlich, verstand sich aber nicht aufs Getränkemixen. Ich glaube, die Leute hatten Angst vor ihm, weil er so groß war. Wir waren 3 Monate zusammen, als er mir einen Heiratsantrag machte. Ich war mir nicht sicher, ob ich das wollte, doch er sagte zu mir, wenn wir einander nicht trauen, wieso sind wir dann überhaupt zusammen? Es war eine schöne Hochzeit. Er fügte sich gut ein, auch meine Kinder kamen gut mit ihm zurecht. Er war gern mit ihnen zusammen. Ich glaube, bei ihnen fühlte er sich akzeptiert und normal. Doch 4 Monate nach der Hochzeit zeigt sich, dass Ireland alles andere als normal ist. Er bringt Janet und die Kinder übers Wochenende zu ihrer Mutter. Danach sehen sie sich nie wieder. Ireland ist der klassische Psychopath. Er nimmt sich von anderen, was er braucht, um seinen eigenen Lebensstil weiterführen zu können. Ich würde sagen, ich bin zu 70% ein ganz vernünftiger, normaler Mensch. Aber ich habe auch eine andere Seite in mir. Ich kann sehr kalt und äußerst berechnend sein. Irelands Frau und Kinder stehen ihm nun nicht mehr im Weg. Er fuhr zurück in den Pub und nahm Geld aus der Kasse. Genug, um ein neues Leben zu beginnen. Ich war schockiert. Ich wusste nicht, was los war. Vielleicht hatte man ihn umgebracht, vielleicht war er im Krankenhaus oder im Gefängnis. Mit über 10.000 Pfund Bargeld und ihrem Hochzeitsalbum verschwindet Colin Ireland aus Janet Youngs Leben und dem Globe Inn Pub. Mir wurde klar, dass er einfach ein Betrüger war, auf den ich hereingefallen war. Er hatte die Gelegenheit genutzt, um sich zu nehmen, worauf er aus war. Ireland fährt nach Southend-on-Sea, wo er ein neues Leben beginnt. 1991 bewirbt er sich um eine ehrenamtliche Stelle in einem obdachlosen Asyl vor Ort. Ich erinnere mich an den Tag, an dem Colin Ireland im Obdachlosenasyl auftauchte, denn er war ein sehr großer Mann. Er stand in der Tür und sagte, man hätte ihn an uns verwiesen. Er war sehr leidenschaftlich bei der Sache, mehr als jeder andere Freiwillige. Er hatte den ehrlichen Wunsch, an der Gesellschaft etwas wieder gut zu machen, weil er selbst sich nicht immer gesellschaftsfähig verhalten hatte. Ein halbes Jahr lang scheint die Arbeit im Obdachlosenasyl Ireland mit allem zu versorgen, was er für ein erfülltes Leben braucht. Doch es bleibt nicht so. Colin war ein sehr ruhiger Mann. Doch man wusste instinktiv, dass man mit ihm keinen Ärger haben wollte. Die anderen Freiwilligen mochten ihn nicht. Sie fanden ihn überheblich und einschüchternd. Ireland und seine Kollegen stehen auf Kriegsfuß. Schließlich kommt es zu einem entscheidenden Vorfall. Die Direktionsassistentin kam zu mir und berichtete von Irelands unangemessenem Benehmen in mehreren Fällen. Die Angelegenheit wurde vor das Komitee gebracht. Und man beschloss, sich von Colin zu trennen. Er empfand seine Entlassung als ungerecht und ungerechtfertigt. Er hatte der Gesellschaft etwas zurückgeben wollen, und das hatte man nicht anerkennen wollen. Wieder einmal fühlt sich Ireland zurückgewiesen. Er klammert sich an einen letzten Strohhalm. Diese Entlassung war ein bedeutendes Ereignis in Bezug auf seine Zukunft. Sie war im Prinzip der Schlüssel für alles, was folgen sollte. Um der jemand zu werden, der er so gerne sein möchte, greift Ireland nun zu einem anderen Mittel. Er hatte das Buch Whoever Fights Monsters von Robert Ressler gelesen
und beschloss daraufhin, dass er berühmt werden wollte. Also fasste er einen Vorsatz für das neue Jahr. Er wollte ein Serienmörder werden. Am 8. März 1993 betritt Colin Ireland den Colhern Pub in London. An diesem Abend beginnt sein Spiel. Die Kneipe ist Anfang der 90er Jahre ein beliebter Schwulentreff, der vor allem von Fans der SM-Szene frequentiert wird. Colhern, back. In den 90ern war das Colhern jeden Abend voll bis oben hin. Es gab eine Art Dresscode, den die Klientel benutzte, um die eigenen sexuellen Neigungen anzuzeigen. Dieser Umstand machte Ireland die Sache natürlich leichter. Verschiedenfarbige Bandanas, die man in dieser oder der anderen Hosentasche trug, zeigten an, worauf eine Person stand. Die meisten heterosexuellen Männer fühlen sich in einer reinen schwulen Bar eher unwohl. Doch Ireland sprach die Männer an, mit ihm zu kommen. Offensichtlich hatte er damit keine Probleme. Sein Verständnis für diese sexuelle Subkultur öffnete ihm die Türen zu Orten in London, die nur einer eingeschworenen Gemeinschaft bekannt sind. Das ermöglichte es ihm auch, immer wieder Opfer zu finden. In dem Polizeiverhör berichtet Colin Ireland darüber, wie ein Abend verlief, an dem er sich ein Opfer suchte, um es zu töten. An diesem Abend ging ich ins Colhern. Ich wurde von einem dieser Typen angesprochen, die gewisse Impulse in mir auslösen. Von einem dieser Masochisten. In diesem Moment spürte ich, dass ich ihn wahrscheinlich töten würde. Tatsächlich wird Ireland von Theaterdirektor Peter Walker angesprochen. Die beiden unterhalten sich einige Zeit, dann fahren sie gemeinsam zu Walkers Wohnung. Ich fuhr mit ihm in seine Wohnung. Dort fesselte ich ihn ans Bett. Bevor er Peter Walker tötet, zwingt Ireland den Mann, ihm seine PIN-Nummer zu verraten, indem er ihm ein brennendes Feuerzeug an die Geschlechtsteile hält. Ich holte aus der Küche eine Plastiktüte, die ich ihm über den Kopf zog. Im Morgengrauen verlässt Ireland die Wohnung, hebt mit Walkers Karte 200 Pfund ab und fährt zurück nach Southend-on-Sea. Wahrscheinlich freute sich Ireland schon darauf, über den Mord an Walker in der Zeitung zu lesen. Aber der Mord machte keine großen Schlagzeilen. Im Gegenteil, es wurde überhaupt nicht über ihn berichtet. Daraufhin beschloss Ireland, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Er rief beim Notdienst an und bei der Tageszeitung The Sun. Ich habe viele tausend Anrufe entgegengenommen, aber nie einen wie diesen. Ein Mann rief an, er klang völlig normal und berichtete von zwei Hunden, die in einer Wohnung eingesperrt seien. Ich gab ihm höflich zu verstehen, dass das keine Story für die Sun war. Da ließ er die Bombe platzen. Er wüsste das mit den Hunden nur deshalb so genau, weil er ihren Besitzer umgebracht hatte. Malinsky weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass der Anruf ihn über den Beginn einer brutalen Mordserie informiert. Er sagte mir, der Mann sei schwul gewesen und hätte eine Vorliebe für abartigen Sex gehabt. Natürlich versuchte ich, so viel wie möglich aus ihm herauszubekommen. Die Polizei wird alarmiert. Detective Martin Finnegan ist als erster am Tatort. Der Hausmeister öffnete uns die Tür, wir mussten sie also nicht aufbrechen.
Die Hunde befanden sich im Wohnzimmer. Das Schlafzimmer war ein einziges Chaos, als wäre es durchsucht worden, wie bei einem Einbruch. Rasch stellt sich heraus, dass der Anruf bei der Zeitung kein Scherz war. Die Polizei findet den toten Peter Walker. Die Leiche lag auf dem Bett. Der Mann war eindeutig durch Fremdverschulden ums Leben gekommen. Der Mann hatte mir noch gesagt, dass er die Leiche hübsch hergerichtet hätte. Walker hatte ein Kondom auf der Nase und eins im Mund. Zwei Teddybären saßen in 69er-Position auf seiner Brust. Die Obduktion ergab Tod durch Ersticken. Walker war an seinem eigenen Erbrochenen erstickt. Zuvor war er gewürgt worden, doch Beweise fehlten. Wir hatten es mit einem sehr besonnenen Täter zu tun. Der mysteriöse Anrufer hat die Polizei über seine Tat informieren wollen. Gefasst werden will er nicht. Er hinterlässt keine Spuren. Das perfekte Verbrechen. Als die Medien in der Folgezeit über den Mord an Peter Walker berichten, hält Ireland sich im Hintergrund. Bei den meisten Serientätern kommt es zu einer längeren Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Mord. Üblicherweise gewinnt der Täter nach seinem ersten Mord die Erkenntnis, was ihm die Tat persönlich bringt. Deshalb muss er nicht sofort wieder zuschlagen. Es mangelt an Beweisen, um den Mörder von Peter Walker zu ergreifen. Fürs Erste kommt die polizeiliche Untersuchung nicht voran. Zufrieden, dass er mit seiner Tat davongekommen ist, fährt Ireland wieder nach London, um seine Mordserie fortzuführen. Colin Ireland ist dabei, seinen Neujahrsvorsatz wahrzumachen. Den ersten Mann hat er schon umgebracht. Nun ist er bereit für den zweiten Mord. Am 28. Mai 1993 wird er im Colhern vom 37-jährigen Bibliothekar Christopher Dunn angesprochen. Christopher Dunn war homosexuell und stand auf SM. Man traf ihn häufig im Colhern an, der Schwulenkneipe, die Colin Ireland als sein Jagdgebiet auserkoren hatte. In seinem Geständnis erklärt Ireland, dass es ihm nicht schwer fiel, seine Opfer zu töten. Als wir uns unterhielten, wusste ich, er ist genau der Richtige. Wir fuhren zu ihm in seine Wohnung in Whetstone, im Norden Londons. Und mir war klar, dass ich ihn umbringen würde. Ich hatte ein paar billige Handschellen und eine kleine Taschenlampe gekauft, eine Gürteltasche und ein paar andere Kleinigkeiten. Ein Klappmesser und ein Leatherman, das ist so ein Multifunktionswerkzeug. Außerdem ein Buch und einen Stift, denn ich wollte mir seine PIN geben lassen. Ich erdrosselte ihn mit einem Stück Seil. In beiden Fällen blieb ich bis 6 oder halb 7 Uhr morgens in der Wohnung. Das war sichere, denn ich hatte ja Dinge bei mir, die bei einer zufälligen Polizeikontrolle auffällig gewesen wären. Wieder verlässt Colin Ireland den Tatort erst im Morgengrauen. Am 28. Mai wurde Christopher Dunns Leiche in seiner Wohnung in Whetstone gefunden. Auch diesmal gab es eine Inszenierung. Die Leiche war nackt, bis auf eine Art Gurtzeug. Und er war mit einer Schnur erdrosselt worden. Trotzdem zieht die Polizei nicht die richtigen Schlüsse. Die Polizei ging davon aus, dass es sich um einen tragischen Sexunfall handelte. Es gab keinen Hinweis darauf, dass es kein Unglücksfall war. Daher wurde nicht als Mordsache ermittelt. Da zwei verschiedene Ermittlerteams mit den Vorfällen betraut sind, fallen die Gemeinsamkeiten niemandem auf. 6 Tage später besucht Ireland wieder das Colhern. Zum zweiten Mal ist er ungeschoren davongekommen.
Jetzt sucht er sich ein neues Opfer. Den 33-jährigen Perry Bradley. Ireland musste Bradley überreden, sich von ihm fesseln zu lassen. Wir fuhren in seine Wohnung. Er stand nicht auf SM, aber ich bestand darauf. Ich sagte zu ihm, es würde eine lange Nacht werden, er solle versuchen, ein wenig zu schlafen. Dann setzte ich mich hin und hörte Radio und er schlief tatsächlich ein. Während er schlief, erdrosselte ich ihn mit einer Schlinge. Er wehrte sich kaum. Wieder bleibt Ireland die ganze Nacht bei der Leiche. Das hatte schon Auswirkungen auf meine Psyche. Hätte ich nur getötet und wäre dann gegangen, wäre es nicht so schlimm gewesen. Aber 5 oder 6 Stunden mit einer Leiche in der Wohnung zu sein, mitzuerleben, wie die Leichenstarre eintrat und so weiter, das konnte ich nicht gut ertragen. Das gefiel mir nicht. In seinem Drang, den perfekten Mord zu begehen, säubert Ireland jeden Tatort penibel. In seinem Geständnis berichtet er, dass er das durch die TV-Krimiserie The Bill gelernt hätte. Ich nahm die Batterien aus der Taschenlampe und wischte meine Fingerabdrücke ab. Dann zog ich Handschuhe an und setzte sie wieder ein. Diese Sendung sollte man wirklich verbieten. Wenn Ireland einen Tatort verließ, nahm er alles mit, was er angefasst hatte. Er wollte keine Spuren hinterlassen. Kein Blut, kein Samen, kein Haar, keine Fasern oder Fingerabdrücke. Auf der Rückfahrt nach Southend-on-Sea entsorgt er die potenziell überführenden Gegenstände aus Duns Wohnung, indem er sie einfach aus dem Zugfenster wirft. Seinen Neujahrsvorsatz hat er wahrgemacht. Inzwischen ist er ein Serienmörder, was ihn in seiner Vorstellung zu einer berüchtigten Berühmtheit macht. Colin rief mich an, nachdem er nicht mehr im Obdachlosenasyl arbeitete, und fragte, ob er auf eine Tasse Tee vorbeikommen könnte. Meiner Frau und mir erzählte er, dass er an den Wochenenden zu Survival-Seminaren fuhr. Erst später fanden wir heraus, dass er stattdessen in London Menschen ermordete. Am 7. Juni 1993, 3 Tage nach dem Mord an Christopher Dunn, fährt Ireland wieder mit dem Zug nach London. Und wieder geht er ins Colhern. Das zeigt einmal mehr, wie sicher Ireland sich fühlte. Er glaubte, man könne ihm nichts anhaben. Er hatte sich eine Art Masterplan zurechtgelegt und konnte die Klientel, die im Colhern verkehrte, ziemlich gut einschätzen. Sein Plan ging auf. Er lernt den 33-jährigen Andrew Collier kennen. Es läuft nach dem üblichen Schema ab. Die beiden unterhalten sich, fahren dann gemeinsam in die Wohnung des Opfers. Als wir in die Wohnung von Andrew Collier kamen, bot sich uns ein grausamer Anblick. So etwas hatte noch keiner von uns gesehen. Andrew Collier lag nackt auf dem Rücken auf seinem Bett. Die Katze war auf seiner Brust drapiert. In seinem Mund steckten 2 Kondome. Über den Schwanz der Katze war ein Kondom gestülpt. Und man hatte Colliers Penis der Katze ins Maul geschoben. Dieser Anblick war wirklich sehr verstörend. Doch erst durch Irelands Geständnis erfahren die Ermittler, was es mit der bizarren Inszenierung auf sich hat. Ich war wirklich wütend auf ihn, weil er dachte, wir würden einfach ganz normal Sex haben. Dabei hatte der Mann AIDS, bevor er mich nicht einmal warnte. Ich war ganz durcheinander. Aber ich wusste, dass ich diesmal mehr tun musste. Als Ireland Andrew Colliers Wohnung durchsucht, fallen ihm Unterlagen in die Hände, durch die er erfährt, dass Collier HIV-positiv ist.
Er war so wütend darüber, dass er auch Colliers Katze erwürgte und sie in einer äußerst widerlichen Art und Weise in seine Installation einband. Dadurch wollte er der Öffentlichkeit mitteilen, dieser Mann war nicht nur schwul und stand auf SM, er war auch HIV-positiv. Obwohl Ireland mittlerweile 4 Menschen ermordet hat, gibt es keinerlei Medienecho und keinerlei Anerkennung für seine Taten. Ireland kann nicht länger schweigen. Ireland mischte sich nun in die Ermittlungen ein. Er rief die Polizei an. Colin sprach mit meinem Kollegen in Battersea. Er fragte, warum die Ermittlungen im Fall Peter Walker eingestellt worden seien. Er wollte mit seinen Taten prahlen. Also nannte er die Namen aller 4 Toten und behauptete, er hätte die Männer getötet. Wieso haben Sie das getan? Ich habe ein Buch über Serienmörder gelesen. Ich wollte wissen, ob ich damit davonkomme. Aber wieso Homosexuelle? Weil sie den Mund halten und nicht zur Polizei gehen. Sie sind widerlich und ich hasse sie. Ireland sagte, ich mache weiter, bis ich gefasst werde. Ich träume vom perfekten Verbrechen. Die Auswirkungen seines Anrufs waren immens. Die Ermittlungen wurden sofort ausgeweitet. Eine der größten Ermittlungen in der jüngsten Geschichte der britischen Polizei beginnt. Der Täter hat es nicht nur auf homosexuelle Männer abgesehen, er will offensichtlich auch die Polizei vorführen. Es ist die umfassendste Mordermittlung der letzten Jahre. Scotland Yard gab eine Pressekonferenz um Mitternacht. Es wurde vor einem schwulen Mörder gewarnt. Ihr Rat an die Menschen? Vorsichtig sein. Keine Fremden mit nach Hause nehmen. Keine One-Night-Stands. Sie könnten der Nächste sein. Doch trotz aller Warnungen schlägt Colin Ireland Mitte Juni wieder zu. Wieder düpiert er die Polizei, indem er sie über einen Wohnungsbrand mit Leiche in Kenntnis setzt. Wir erhielten einen Anruf von den Kollegen in Lewisham. Dort hatte man eine Wohnung mit verrußten Fenstern ausgemacht, aus der Rauch drang. In der Wohnung fand man die Leiche von Emmanuel Spiteri. Sein 5. Opfer war ein Mann maltesischer Herkunft, ein Koch. Ireland's Fehler war, dass er sich auch diesen Mann im Culhern aussuchte. Ich sprach ihn dort nicht an. Kurze Zeit später sah ich ihn in der U-Bahn wieder. Wir quatschten ein bisschen. Und er sagte, er hätte mich schon ein paar Mal im Culhern gesehen. Er sei an mir interessiert. Wir fuhren die paar Stationen bis zu ihm nach Hause. Dort legte ich ihm eine Schlinge um den Hals. Es war wie eine Achterbahnfahrt. Es wurde immer wilder. Ich spürte, es muss noch mehr passieren. Wieder lief alles nach dem üblichen Schema ab. Schlinge und Handschellen. Doch diesmal machte Ireland aus Kleidung und Bettwäsche einen Haufen im Zimmer und zündete ihn an. Das sollte vermutlich auch ein Hinweis für die Ermittler sein. Davon gingen wir jedenfalls aus. Wenn man sich die Tatorte betrachtet, von Opfer Nummer 1 bis Opfer Nummer 5, erkennt man eine Steigerung. Er sagte ja selbst, es ging mit ihm durch. Anders kann man das auch nicht bezeichnen. Doch der einst so sorgfältige Killer wird nachlässig. Seine Mordlust ist unkontrollierbar geworden. Die Polizei hat die Teilnehmer an der Schwulendemo um Mithilfe in der Mordsache gebeten. Colin Richardson, damals Herausgeber der Gay Times, erinnert sich, welche Auswirkungen die Mordfälle auf die Schwulenszene hatten. Ich erinnere mich noch sehr gut an dieses Pride Festival.
Mehrere 10.000 homosexuelle Teilnehmer trafen sich heute in London zu ihrer jährlichen Kundgebung. Dieses Jahr war das Festival von den Morden an schwulen Männern überschattet. Die Polizei verteilte Flugblätter, um die Szene vor dem Mörder zu warnen. Die Angst war greifbar. Und natürlich machte die Presse alles noch schlimmer. Ich weiß nicht mehr, von welcher Zeitung es kam, aber da war die Rede vom Tuntenkiller und vom Schwulenschlechter. Wir brauchen Ihre Mithilfe für die Ergreifung eines Serienmörders. In der schwulen Szene ist man alarmiert. Dennoch gelingt es Colin Ireland, nicht entdeckt zu werden. Seit dem Frühjahr 1993 hat Colin Ireland 5 Männer ermordet. Jetzt ist er ein Serienmörder, so wie er es sich vorgenommen hat. Trotz einer massiven Polizeioffensive kommt man ihm nicht auf die Spur. Es war im Juni, als Colin mich besuchen kam. Wir sahen zusammen die Nachrichten und es ging um die Morde in London. Colin sagte zu mir, was hältst du von der Sache? Ich antwortete, da treibt wieder so ein Spinner sein Unwesen. Ich wusste nicht, dass der Spinner vor mir saß. Die Polizei benötigt dringend einen Fahndungserfolg. Da kommt ein Hinweis von einem Zeugen über die schwul-lesbische Organisation Gallup. Dieser Zeuge konnte uns detailliert berichten, was er in der Nacht beobachtet hatte, in der Spiteri starb. Er sah Ireland und sein Opfer zusammen in der U-Bahn. Sie saßen im selben Abteil wie er und fuhren die Strecke von Hither Green nach Charing Cross. Der Mann konnte uns eine hervorragende Personenbeschreibung sowohl von Spiteri als auch von Ireland liefern. Nun weiß die Polizei, welche U-Bahn-Linie die beiden benutzten. Die Auswertung der Überwachungskameras zeigt Spiteri mit einem auffällig großen Mann. Sofort wird ein Fahndungsfoto veröffentlicht. Irelands früherer Kollege Richard Higgs erinnert sich an das seltsame Verhalten seines Freundes bei seinem letzten Besuch. Er kam abends vorbei. Es war ein Sonntag. Colin war sehr nervös und verhielt sich seltsam. Irgendwie war er neben der Spur. Wir wollten, dass er schnell wieder geht, also brachte ich ihn mit dem Auto nach Hause. Er sprach von sich selbst in der dritten Person. Das war sehr merkwürdig. Die ganze Zeit stammelte und murmelte er wirres Zeug. Und ich wollte nur eins, weg von ihm. Ireland wird klar, dass es nicht mehr lange dauern kann, bis ihn jemand auf den Fahndungsfotos erkennt. Er beschließt, etwas zu unternehmen. Vielleicht ahnte er, was auf ihn zukommen würde. Jedenfalls nahm er über seinen Anwalt Kontakt zur Polizei auf. Er hatte eine Erklärung vorbereitet. Darin hieß es, ja, ich bin der Mann auf dem Foto mit Spiteri. Ich fuhr mit ihm nach Hause, aber in seiner Wohnung war noch ein weiterer Mann. Da ich auf einen Dreier keine Lust hatte, ging ich und fuhr am nächsten Tag nach Southend zurück. Wir schickten die Kollegen los, die ihn noch im Büro seines Anwalts festnahmen. Endlich sitzt der Täter in Haft. Doch Ireland glaubt, die Polizei hat nichts gegen ihn in der Hand. Er sagte kein Wort. Er starrte mich die ganze Zeit unverwandt an. Das war sehr nervtötend. Die einzige Reaktion, die ich von ihm erhielt, erfolgte auf die Information, dass wir einen Fingerabdruck von ihm gefunden hatten. Denn in der Wohnung von Andrew Collier ist Ireland ein Fehler unterlaufen. Während er bei ihm war, kam es auf der Straße zu einem Getöse. Ireland wollte wissen, was los war und hinterließ auf dem Fenster einen Fingerabdruck.
Der Lärm draußen war es, der Collier und Ireland ans Fenster lockte. Dieser Fingerabdruck war es am Ende, der Ireland überführte. Als wir ihn mit dieser Tatsache konfrontierten, war allein durch seine Reaktion klar, dass er der Täter ist. Er war vollkommen verblüfft und konnte diese Verblüffung auch nicht verbergen. Er konnte es nicht fassen, dass er einen Fehler gemacht hatte. In Untersuchungshaft hat Ireland Gelegenheit, seine Lage zu überdenken. Er war so vorsichtig gewesen und nun überführte ihn tatsächlich ein einziger Fingerabdruck. Er wird wegen des Mordes an Andrew Collier und Emmanuel Spiteri angeklagt. Aber die anderen drei Morde kann man ihm vorerst nicht nachweisen. Er saß 4 Wochen in U-Haft und überlegte sich wohl sehr genau, was jetzt passieren würde. Er stand nicht im Rampenlicht als der mysteriöse Serienmörder, der er sein wollte. Denn er hatte nachweislich ja nur 2 Männer ermordet. Das reichte ihm nicht. Also informierte er die Polizei, dass er 5 Morde gestehen wollte. Das tat er auch. Und jetzt war er auch offiziell ein Serienmörder. Colin Ireland legt ein vollständiges Geständnis ab. Ireland hatte ganz klar narzisstische Tendenzen. Er wollte für seine Taten gelobt werden, denn er war stolz darauf. Viele Serienmörder sind sehr zufrieden mit ihrer Leistung. Jeder Richter, der etwas auf sich hält, wird mich schuldig sprechen. Man wird mich einsperren, sodass ich keine Verbrechen mehr begehen kann. Ireland legte nur deshalb ein vollständiges Geständnis ab, um seinen bizarren Neujahrsvorsatz endlich wahr werden zu sehen. Er wollte berühmt sein. In den Vernehmungen zeigte sich, dass Ireland sehr zufrieden mit sich war. Er konnte uns Details berichten, die wir ohne ihn nie erfahren hätten. Es bereitete ihm regelrecht Vergnügen, dies zu tun. Denn es verlieh ihm ein Gefühl von Wichtigkeit, von Bedeutsamkeit, von Überlegenheit. Am 20. Dezember 1993 bekennt sich Colin Ireland vor Gericht des Mordes an allen 5 Männern schuldig. Ein Serientäter, der 5 Homosexuelle ermordet hat, muss lebenslang in Haft. Der Richter beendete die Verhandlung mit den Worten: Einen Menschen zu töten ist eine Gräueltat. 5 Menschen zu töten ist ein Blutbad. Doch was machte Colin Ireland zum Mörder? Ein Mann, der nachts die Straßen kontrollierte und tagsüber im Obdachlosenasyl arbeitete. Die meisten Menschen würden sagen, Colin Ireland war ein netter Mann, dem sie so etwas niemals zugetraut hätten. Das war ein anderer als der, den ich kannte. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Eins wusste ich über ihn. Er musste immer alles unter Kontrolle haben. Viele Serienmörder sind nach ihrer eigenen Auffassung hilfsbereite und freundliche Menschen. Sie imitieren etwas, von dem sie selbst glauben, dass man es von ihnen erwartet. Ich frage mich oft, ob Colin Ireland als Mörder geboren wurde oder ob ihn seine traumatische Kindheit dazu brachte. Irgendetwas muss geschehen sein, das der Auslöser für seine Taten war, das ihm befahl, ich muss jemanden umbringen. Er wollte ein Ziel erreichen, das sich viele Serienmörder setzen. Sie wollen Status. Was auch immer Colin Ireland zu seinen Taten bewegt hat, am Ende gesteht er selbst ein, dass er eine Bedrohung für andere ist.
Am 21. Februar 2012 stirbt der Mann, der das Leben von 5 Männern gewaltsam beendet hat, im Alter von 58 Jahren im Gefängnis eines natürlichen Todes. Das war seinen Opfern nicht vergönnt.